Dieses Jahr war das Wetter in Mashhad im Nordosten des Iran perfekt für die Krokusblumen. Soweit das Auge blickt, violett. Tausende Arbeiterinnen zupfen die empfindlichen Blüten ab. Alles muss schnell gehen, denn sonst ist die Ernte hinüber. Das Safrangeschäft lohnt sich. Der Bauer kann in diesem Jahr pro Hektar mit 3 Kilogramm purem Safran rechnen. Das wäre ein Marktpreis von 36.000 Euro. Und selbst diese Ernteerträge dürften mit dem technischen Fortschritt noch weiter steigen. Der Safran wächst besonders gut in dem trockenen Klima hier in der Region. Das ist der weltbeste Safran, der hier wächst. Seitdem wir den Anbau und die Erntemethoden verbessert haben, brauchen die Pflanzen nur noch weniger Wasser. Dann ist da noch das Marketing der iranischen Exporteure. Wir gehen davon aus, dass wir mittelfristig unsere Produktion verdreifachen und mehr Märkte beherrschen werden. Hier werden die Stempelfäden aus den Blüten gerupft, der eigentliche Safran. Für ein Safrangericht werden nur ein paar Zehntel Gramm benötigt. Bei diesen Bergen an Stempelfäden liegt die Frage nahe, wohin exportieren die Iraner eigentlich ihren Safran in Zeiten der Wirtschaftssanktionen? Die Verkäufer haben da so ihre Mittel und Wege. Obwohl die Sanktionen den Export sehr kompliziert gemacht haben in den vergangenen Jahren, unsere Exporte in die USA wurden sogar gestoppt, aber die Amerikaner beziehen trotzdem unseren Safran, indirekt, meistens über Spanien. Das kostet natürlich mehr. Also wenn die Sanktionen fallen, werden wir sicherlich profitieren und mehr verkaufen. Und unsere Kunden brauchen dann keine Mittelmänner mehr. Iranischer Safran, der wegen der Sanktionen umetikettiert und zum Beispiel als spanischer verkauft wird. Damit, so hoffen die Iraner, ist bald Schluss.